Der Mensch wird ständig an seine eigenen Grenzen erinnert. Wenn sein Körper schmerzt, weil ihn etwas zu sehr anstrengt, er müde wird, weil er Schlaf braucht oder die Konzentration nachlässt, weil der Kopf nicht mehr will. Der Mensch ignoriert seine Grenzen aber gern, vor allem wenn der eigene Anspruch noch lange nicht erfüllt ist. Dann gibt es nur zwei Optionen. Weitermachen bis zum Notaus oder innehalten, um sich zu fragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ich bin Jeanette Yvonne Miner. Ich wohne am Bodensee in Überlingen und habe eine Musicalschule gegründet. Ja, mit 8 Jahren war klar, dass ich Musikerin werden will. Das war also sehr, sehr früh klar. In der Schule hat man mich immer im Klavierzimmer gefunden. Und es war einfach super wichtig. Also ich würde heute behaupten, hätte ich nicht Musik studiert, wäre ich heute krank. Also das ist schon, dass ich sage, ich könnte nichts anderes. Also meine Großeltern hatten ein Juweliergeschäft. Natürlich hieß dann schon, übernimmt das Geschäft und so weiter. Und für mich war aber klar, ich möchte Musik machen. Und ich habe dann nach der 10. aufgehört, weil ich wusste, dass man kein Abitur braucht. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich eine Lehre. Und mit Abschluss der Lehre bin ich dann auch gleich gegangen. Also ich habe keinen Tag länger gearbeitet. Ich habe zuerst Klavier angefangen zu studieren und danach habe ich Gesang dazu genommen und beides mit Diplom abgeschlossen. Im Studium wollte ich am ersten Semester eigentlich schon an der Oper sein. Das heißt, ich bin so ein Mensch, wo manchmal mit Kopf durch die Wand geht und bin daran gescheitert. Es war eine crazy Zeit. Ich hatte 3 Wohnsitze und 2 Studienorte, Musikschulstelle noch und bin dann nach dem Konzert auf den Stau gefahren und habe 6 Autos zusammengeschoben. Das Krasse war, das ganze Auto war matsch und ich habe nichts gehabt, außer dass die Stimme eben kaputt war oder einfach, dass keine Stimme mehr da war. Aber ja, für mich war dann einfach das nächste Ziel in 2 Wochen Konzertreise und das muss irgendwie funktionieren. War dann in der Stimmklinik und habe mein Klavinova mitgenommen und gesagt, ich habe 2 Wochen Zeit, dann aber heiser, ich hatte keine Stimme mehr. Also durch das Schleudertrauma war die Stimme gelähmt und bin dann heiser halt in die Klinik und habe nur so und ja, und dann hat sie gesagt, entweder ich bleibe 6 Wochen oder ich kann mein Klavinova nehmen und gehen. Und das hat mich erstmal runtergebeamt, weil natürlich dann hatte ich immer Angst, das ist meine Riesenchance, was passiert jetzt? Das ist ein Albtraum. Weil ich sag mal, mit 8 Jahren war für mich gleich wieder auf die Bühne. Und im Studium Vollgas. Also ich weiß gar nicht, warum ich keine Mietskündigung gekriegt habe, weil ich 4 Stunden Königin nachgetrellert habe. Also es ist, glaube ich, nicht gerade angenehm für meine Nachbarn gewesen. Ich habe immer ein Ziel gehabt und wollte immer dahin und dann zu sagen, jetzt komm erst mal runter und lass dich erst mal auf die Zeit ein, das war schon heftig. Ich habe immer ein Ziel gehabt und wollte immer dahin und dann zu sagen, jetzt komm erst mal runter und lass dich erstmal auf die Zeit ein. Das war schon heftig. Ich hätte jetzt nach der Stimmklinik weitermachen können. Ja, die Stimme war wieder okay. Das heißt, ich hätte ganz normal mein Leben so crazy weiterführen können. Aber für mich war ganz klar, jetzt muss ich drastisch was ändern.
Und ich habe dann nach der Stimmklinik auch wirklich Musikschulstelle gekündigt, habe einen Studienplatz gekündigt, also habe sozusagen dann einen Wohnsitz nur noch gehabt. Und das war aber letzten Endes der ganze Lauf, wo ich gemerkt habe, nein, meine Berufung ist das Unterrichten und nicht die Bühne. Dann war mir klar, okay, über Nacht, du machst jetzt eine Musicalschule. Und es war ganz stark, also es war wirklich für mich ganz klar, ja, das machst du. Ich habe mir nicht dran gedacht, also nicht überlegt, klappt es oder klappt es nicht. Für mich war einfach nur klar, ich mach's. Für mich ist das ganze Ziel, warum ich die Schule gemacht habe, eigentlich nur gewesen, dass ich Schülern am Boden sehe, dass die eine Chance haben, einfach ein Studium, eine Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und die Plätze sind halt 300 Bewerber auf 3-4 Plätze. Also es ist nicht so viel. Es gehört weit mehr als nur Talent dazu. Also ich sag mal, die Leute brauchen Durchhaltevermögen, Disziplin. Die müssen stressresistent ohne Ende sein und die müssen einfach mit diesem Nervenkitzel umgehen können, was schon viele nicht können. Das ist ein Gesamtpaket und nur dieses Talent reicht eben nicht. Und von daher war mir klar, die kommen nur rein, wenn sie eine gewisse Vorausbildung haben, um eben gerade gegen die Großstädte einfach anzukommen. Und mit Fabio habe ich mir gesagt, okay, jetzt brauche ich ein neues Ziel, weil das Ziel habe ich erreicht. Das wird jetzt echt wehtun. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn du früh am Morgen aufwachst und es steht. So auf 7:30 die Wache, wenn die Queen vorübergeht. Mit Jeanette habe ich jetzt ungefähr seit 4-5 Jahren zu tun. Ich bin hierher gekommen an die Schule, um Breakdance zu lernen und wurde dann von Jeanette angehört und mehr oder weniger in die Musical-Schiene dann abgeschleppt. Er hat mit Aladdin angefangen, war katastrophal. Kein Ehrgeiz, einfach schludrig, kann alles, aber war einfach noch kein Hand und Fuß. Aber ich habe gemerkt, da ist was da drin. Ay caramba, spät in der Nacht. Also wenn ich dran denke, wie ich am Anfang gesungen habe, du, das will ich dich nicht mehr hören. Die Stimme ist auch tatsächlich was sehr Persönliches. Und es ist ja tatsächlich auch Entwicklung, die sie mit mir durchgemacht hat, mit mir gearbeitet hat und meine Stimme geformt hat. Und ich würde behaupten, dass es dadurch, dass es was sehr Persönliches ist, auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis ist. So soll es eigentlich auch sein zwischen Lehrer und Schüler. Hast du heute Lust auf die Show? Spricht jemanden an? Hast du heute Lust auf die Show? Ja, ich freue mich schon auf heute Abend. Ganz wichtig ist der Moment, kurz bevor das Licht angeht, kurz bevor man auf die Bühne kommt, vergisst man nämlich alles. Also der Moment kommt jedes Mal, der wird auch immer noch kommen. Wenn man kurz vorm Auftritt ist, dann vergisst man einfach Text. Man vergisst, mit welchem Satz fängt man an, mit welchem Schritt, was mache ich nochmal da. Aber tatsächlich, sobald man auf der Bühne ist und das Licht angeht, dann ist alles abrufbar. Und das ist ein unglaublich geiler Moment, wenn alle Leute einem zuschauen und man zeigen kann, was man kann. Jetzt wisst ihr, wie es ist, wenn ich sie sehe. Es ist ja viel Arbeit, was hinter dem Ganzen steckt. Und wenn die Leute dann klatschen, dann ist es eigentlich das, was einen bestärkt, dann sowas nochmal zu machen, tatsächlich.
Es gibt nichts Erfüllenderes im Leben, als wenn man seine Berufung lebt. Und das Schlimmste für mich ist, wenn ich Menschen höre, die arbeiten und auf ihre Rente warten. Weil dann haben sie eigentlich für mich nicht gelebt und nicht das gemacht, was Gott ihnen eigentlich als Berufung mitgegeben hat. Ich denke einfach nur, was für ein Geschenk. Also was haben wir Gigantisches hier am Bodensee aufgebaut? Das ist einfach was ganz, ganz Wertvolles, was wir hier erschaffen konnten und was wir den Schülern geben können.